Ich hab, nein! Nein! Ich hab übelst Glück! Ich hab übelst Glück! Oh shit! Yo, 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 Leute, willkommen zu einer Runde. Ja, richtig. Es ist Aura. Aber guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Ist das nicht krass? Das ist Aura, nur nicht auf der Aura-Map. Das ist ein Bug wahrscheinlich. Beziehungsweise sehr wahrscheinlich, denn, naja, ich weiß nicht. Ich habe noch nie davon gehört, dass man hier, guckt euch das an, man kann hier überall hinrennen. Und ich glaube sogar, man kann unendlich weit rausrennen. Guck mal, guckt euch das an. Ich kann einfach unendlich weit rausrennen und das ist einfach jetzt Aura. Und ich habe keine Ahnung, wo die anderen Spieler sind. Ich meine, ist das nicht irgendwie ein bisschen sehr heftig? Ich dachte einfach mal, ich zeige euch das mal eben, weil ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nicht, warum dieser Bug hier kommt. Echt keine Ahnung, ob das wirklich einen Grund hat, warum das kommen soll, oder ob das wirklich ein Bug ist, oder ob das irgendwie ein Troll von Gomme ist oder so. Keine Ahnung. Kann ja sein, dass der Gomme HD hier irgendwie so einen richtigen Troll rausgemacht hat und sich einfach gedacht hat, ach komm, wir nehmen hier jetzt eine ganz normale Map. Na gut, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal hier für diese Runde. Ich werde euch dann gleich nochmal hoffentlich in der richtigen Runde Aura sehen. Wenn das komplett nicht funktioniert, dann zocken wir einfach irgendwas anderes wie QSG oder so. Aber ich versuche nochmal in eine andere Runde Aura reinzukommen. Also, bis gleich. Yo, Leute, guckt euch das an. Wir zocken Aura auf einer komplett anderen Map. So, diesmal funktioniert es. Aura hat jetzt endlich neue Maps und anscheinend funktioniert der Bug. Also das ist gerade diese Version, wo alles kaputt gehen kann. Oh shit. Oh shit, oh shit. Ich muss mal eben Blöcke und sowas etwas leiser machen. Auf jeden Fall bin ich jetzt auf einer Map, wo man runterfallen kann und wo man alles zerstören kann. Das ist die Map Village. Und Hilfe, ist das noch laut. Muss es mal eben leiser machen. Moment. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gefokust oder so. Aber das kann oft schon mal der Fall sein, falls die Leute mich wirklich tot sehen wollen. Und die gerade irgendwie so im Blutrausch sind und ich da ganz viel Angst habe. Hallo? Irgendeiner ist unsichtbar. Ah. Ach so, und man hat auch wenig. Ach! Man hat einen Bogen. Warte mal, aber man hat auch Enderperlen. Das kapiere ich jetzt nicht. Man hat ganz andere Items, ja, das ist cool. Das ist cool. Ah. Okay, es sind schon, und man hat Teams? Warum bin ich in keinem Team? Warum bin ich in keinem Team? Was soll die Kacke? Ey, das ist ja voll unfair. Ey, ich will nicht allein sein. Ey, die schießen sich ja alle mit Pfeilen ab. Irgendwie, suche ich gerade so einen Gegner, der alleine ist. Aber ehrlich gesagt sind alle in einem Team. Warum? Warum sind alle in einem Team? Warum könnt ihr nicht einfach gehen weg? Oh, lass mich doch in Ruhe, ey. Hilfe, warum ist das Essen denn da hinten? Hilfe. Ne, das ist so echt ein bisschen hui. Ganz ruhig da hinten, Mama. Jetzt sage ich gleich deiner Mama. Ich verpetz dich beim Lehrer, ey. Kannst du sehen, was ihr nach der Schule machen kannst, ey. Da musst du nämlich nachsitzen, tja. Und dann kannst du mal sehen, was du beim Nachsitzen so tust. Da kannst du deine Hausaufgaben machen. Tja. Oh, Hilfe. Hilfe. Hallo. Oh, nee, warte mal. Hier hinterm Haus fliege ich nämlich direkt runter. Da muss ich aufpassen. Aber man kann hier hoch. Ey, krass. Die Map kenne ich aber irgendwoher. Die Map kommt mir super bekannt vor. Kann es sein, dass es die mal irgendwo bei Survival Games oder so gab? Irgend so ein PvP-Ding war die auch dabei. Also war genau die Map. Boah, guck mal, hier kann man voll krass überall hoch. Ey, richtig freestylen. Das ist ja voll cool irgendwie. Ja, okay, man könnte natürlich auch eine Enderperle werfen. Und man hat super viel Essen. Ich würde sagen einfach. Oh, da ist einer runtergefallen. Cool. Wer war das? Einer vom Team müsste das, glaube ich. Ja, nice. Jetzt haben wir nur noch die Blauen, die im Team sind. Also entweder fokussen wir jetzt die Leute, die alleine sind. Oh, nee, bitte nicht schießen. Entweder wir fokussen die, die alleine sind. Ah, oh, der ist runtergefallen. Der hat die Enderperle verkackt. Oh, nice. Ey, okay, jetzt werde ich auch mal ein bisschen in den Kampf gehen, sonst ist es ja übelst langweilig.
übelst langweilig. Und das wäre kacke. Das wäre sehr doof. Oh, kein Knockback. Yeah. Ich bin der kleine Cheater. Oh, Hilfe. Warte mal. Hier sind überall so viele Löcher. Ich habe richtig Angst. Oh Gott, hier ist auch ein Loch. Meine Güte. Achso, und ich sollte natürlich die Enderperlen auf 2, darum muss ich denken. Aber ich mache die wirklich lieber auf 3. Auch wenn ich jetzt ein bisschen umdenken muss mit dem Bogen. Das wird schon gehen. Das wird schon gehen. Das muss gehen. Weil ich habe Enderperlen immer auf 3 und weil ich 3 mit dem Zeigefinger benutze und 2 mit dem Mittelfinger. Und wenn ich jetzt runterfalle und so eine schnell Kurzschlussreaktion habe, nicht Kurzschluss, sondern so eine schnelle Reaktion haben muss, und ich dann einfach nur an die Enderperlen denke, dann mache ich das mit meinem gewohnten Finger und sonst, wenn die auf einer falschen Taste sind, dann ist das nicht gut. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Oh, die bitte nicht schießen. Okay, das war irgendwie so eine Panikreaktion. Und dabei hatte ich auch direkt sofort mit dem richtigen... mit dem richtigen Finger drauf gedrückt. Ich frage mich eigentlich, wie die Map so aussieht, wo man sich hier hinwerfen kann. Weil ich glaube, hier sind sehr, sehr viele Stellen, wo man einfach runterfällt, wenn man die Enderperle wirft. Ich muss einfach versuchen, die irgendwie in die Mitte zu bekommen und hoffentlich kein Loch treffen. Ist das Team? Nein, das Team lebt noch. Aber hier ist einer... Ach, hier ist sogar das Team. Guten Tag. Guten Tag. Na, was geht ab? Hier kann ich nicht runterfallen, das ist gut. Hier kann ich nicht runterfallen, das heißt hier kann ich die da hinten, da ist doch glaube ich irgendwo ein Loch, ne? Oh shit, die laggen. Na gut, hier kann ich echt, also das sollte gehen. Da, in das kleine Loch, da brauche ich die. Nein, 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 ich muss mich nur oben halten, bis meine Enderperle fällt. Bis sie aufkommt, alles klar. Ich habe jetzt zwar gar keine mehr, aber wenn man hier einfach mal runterfällt. Oh scheiße, ich bin gegen ein Zweierteam. Oh nee. Oh nee, bitte geht weg, ey. Bitte habt einfach irgendwie Pech und. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Ich hab. Nein. Nein. Ich hab übelst Glück. Ich hab übelst Glück. Oh shit. Nein, bitte lass mich in Ruhe. Hier, nimm die Vergiftungspotion. Und bitte lass mich in Ruhe. Ich muss erst essen. Obwohl, Regen ist eigentlich, glaube ich, egal. Wir müssen jetzt einfach nur Glück haben. Wir müssen jetzt echt Glück haben, dass wir nicht... Okay, du willst einen Bogenbattle. Ach, Bogen kann auch knockbacken. Das ist cool. Das ist cool. Also so richtig weit knockbacken. Okay, das ist natürlich jetzt eine... Ja, das ist natürlich eine extreme Pussy-Position. Da hatte ich nicht... Ah, scheiße. Da hätte ich dran denken müssen. Ah, kacke. Egal, das war ein wirklich dummer Move von mir. GG. Oh mein Gott. Aber echt, Leute, das ist richtig geil mit den neuen Maps. Also guckt euch auf jeden Fall... Oh, da sind sogar noch ziemlich viele drin. Ah, ne, Mensch war der gleiche, der Teampartner. Das ist irgendwie komisch, dass man jetzt im Team ist. Das ist irgendwie... Ich weiß nicht, ich finde das alleine besser. Keine Ahnung, also ich finde es alleine besser. Na gut, guckt euch echt mal Aura an. Also die Seite hier ist echt verbuggt. Also die Klassik-Aura, die ist richtig verbuggt. Und hier, wo alles kaputt geht bei Aura Plus, könnt ihr auf jeden Fall richtig gut spielen. Hier gibt es Fantasy, normal Aura, Rock, da gibt es auch Village, Castle. Also gibt es relativ viele Maps. Und ja, ich würde sagen, das war es erstmal für die Folge. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und ich würde sagen, haut da rein. Was gibt es morgen? Wahrscheinlich irgendwas so Richtung richtiges PvP. Also so irgendwas Richtung Bad Wars, QSG, irgendwie sowas. Naja gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Tschüss.